Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu King's Quest 8. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir wollen uns einfach mal hier ein bisschen, hoppla, noch weiter umschauen. Die Karte ist ja noch groß. Ja, da kommen wir jetzt gar nicht irgendwie lang anscheinend. Ja, ich hätte jetzt gedacht, da kommen wir hoch, kommen wir aber gar nicht. Da hinten ging es, glaube ich, noch irgendwo hoch. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt tatsächlich mal den Weg, den ganzen Weg hier wieder zurück und schauen da hinten mal, was wir da alles so finden. Ich glaube, irgendwas essen oder so müssen wir nicht. Wir kriegen ja demnächst wieder ein neues Level, glaube ich zumindest. Und sehe ich da gerade, dass da noch Geld rumliegt? Josef, mein Freund, wir haben uns Seite an Seite abgemüht. Du bist ein guter Mann. Und ich werde unermüdlich versuchen, dich von dieser furchtbaren Gefangenschaft zu befreien. Ich wollte eigentlich nur das Geld holen, aber ja, das andere ist auch in Ordnung. Okay. Jetzt geht's mal hier einfach mal den Weg lang. Da geht's ja zum Schloss Daventry. Und ich bin mal gespannt, ob wir das Schloss auch betreten können. Da haben wir das Ding hier, wo wir nicht durchkommen wegen den, wegen dem Dings. Den Wasserfall. Aha, hier kommen wir gar nicht weiter. Das ist anscheinend blockiert. Die Straße zum Schloss Daventry ist versperrt. Wie kann ich dorthin kommen? Ha, gute Frage. Im Moment wohl überhaupt nicht. Dann gehen wir mal hier lang. Wow. Vielleicht sollte man hier doch noch nicht lang gehen. So, ein weiteres Level. So, ich glaube, das war's. Ah, die sind gar nicht so heftig. Ich glaube, ich hätte tatsächlich auf normal spielen können. Aber ich war so unsicher, ob man das, wie gut sich das spielt. Auf normal. So, ich dachte, das hier wäre eigentlich das Schloss gewesen. Aber da habe ich mich, glaube ich, getäuscht gehabt. Schauen wir einfach mal, was es hier gibt. Ja doch, wir können hier noch lang. Müssen nur aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Ja, so. Das war mir ein Anliegen. Ihr wisst ja, wie ich bin. Ich mag bei Karten nicht, wenn da so ein offenes Ding, eine offene Lücke auf der Karte ist. Da haben wir was. Waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Das ist das Alchemie-Teil, wo wir aber noch nicht langkommen. So, ich bin echt mal gespannt, was das hier ist. Das werden wir uns als nächstes mal anschauen. Wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, das wäre das Schloss Daventry. Aber, oh, wow, wow. Der sieht irgendwie gefährlich aus. Oh. Und der macht Fernkampf auf uns. Ach du Schande. Oh, was war das? Geist. Und der Held. Suche die Dimension des Todes. Finde die Tür der göttlichen Herkunft. Die Urne wird dir den Weg zeigen. Okay. Verzeihen Sie, Herr Ritter, aber was soll ich suchen? Die Dimension des Todes, großer Held. Finde die Tür der göttlichen Herkunft. Die Urne wird den Weg zeigen. Die Urne wird den Weg zeigen, okay. Das Grab des Sir James aus Daventry. Hm. Vor vielen Jahren ein berühmter Ritter. Die Tür ist verriegelt. Also hier kommen wir nicht weiter. Wir haben so eine Aufgabe jetzt wieder gekriegt.
Ja, gut. Dann gehen wir als erstes mal hier rein, hätte ich gesagt. Ah, ja. Okay, da oben geht es dann auch nicht weiter. Alles klar. Da haben wir dann jetzt noch das Schloss hier. Bin mal gespannt. Oder was das auch immer. Das alte Burgverlies von Daventry. Ich sollte es gründlich durchsuchen. Wieso das Burgverlies eigentlich? Ist ein Burgverlies nicht unterhalb der Burg? Ah, auch noch von beiden Seiten. Ich stehe äußerst ungünstig. Verflucht. Ja, so viel dazu. Okay, da kommen wir vielleicht auch erstmal später rein. Also das ist jetzt echt dumm gelaufen. Ach. Super. Und jetzt fangen wir wieder hier an. Na gut. Holen wir erst nochmal das Geld. Und dann lass uns vielleicht nicht nach oben gehen. Da scheinen die Gegner auch noch relativ heftig zu sein. Sondern wir bleiben vielleicht doch lieber mal... Ah ne, ist doch nichts. Wir bleiben vielleicht doch erstmal lieber hier unten. Und wenn nicht, dann schauen wir uns vielleicht doch mal... Ja, wir sind aber erst Level 3. Hm. So, da haben wir auf jeden Fall noch ein weiteres Haus. Wer bist du? Herr Kavanagh, ich bin erschüttert von Ihrem Elend. Ich schwöre, alles zu tun, was ich kann, um Sie vor weiteren Qualen zu beschützen. Ah, die Versetzung ist wirklich herrlich. Ich bin erschüttert von Ihrem Elend. Oh Mann, oh Mann. Ja. Ich bin begeistert. Hier muss ein Kind leben. Oder gelebt haben. Arme Frau, es muss eine Qual für Sie sein. Ich muss alles tun, um Sie zu befreien. So, wie war denn das jetzt mit denen hier? Ich habe einen Eindruck gehabt, ich konnte es anklicken, habe Erfahrung gekriegt. Aber könnte es sein, dass wir uns da geheilt haben? Bei so Kesseln, ja. Bei der hier jedenfalls nicht. Hm, die Zeichnungen eines Kindes. Hm, okay. Die Zeichnungen eines Kindes. Aber ein Kind habe ich jetzt hier nicht versteinert herumlaufen sehen. Vielleicht aber auch irgendwo draußen beim Spielen gewesen. Okay, wir schauen uns einfach mal weiter um. Da haben wir noch eine Schaukel. Hier muss ein Kind leben. Ja, hast du gut erkannt. Dann haben wir noch einen Schuppen hier. Der schlägt mich jetzt ernsthaft mit der... Hallo? Hallo? Blöde Steuerung? Ich habe mich in die richtige Richtung gedreht, aber der hat sich immer wieder zurückgedreht. Boah. Die Steuerung ist echt unter aller Sau. Also, ganz ehrlich. Also, die ist wirklich nicht besonders gut. Okay, jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal neu. Und ich sollte dann tatsächlich lieber öfters mal speichern. Das wäre, glaube ich, relativ wichtig, dass wir da öfters mal speichern. So, also nochmal ins Haus rein. Nochmal kurz alles anschauen. Herr Kavanagh, ich bin erschüttert von Ihrem Elend. Ich bin erschüttert. Ich kann, um Sie vor weiteren Qualen zu beschützen. So, da war ja eigentlich nicht wirklich was drin gewesen. Es ist zu weit weg. Das sehen wir ja nur, dass ein Kind hier gelebt hat. Die Zeichnungen eines Kindes. Hier muss ein Kind leben. Und sonst war ja, glaube ich, hier nichts wirklich drin. Hier muss ein Kind leben.
So, aber diesmal mache ich nicht den Fehler. Ich will den jetzt erledigen. Aber wir machen erstmal ein Quick Save. Es ist zu weit weg. Ja, toll. Da will ich erstmal... Oh, das gibt's doch nicht, hey. Der... Vor allem, guck, ich dreh mich immer... Der dreht sich immer wieder in die andere Richtung, sodass er den nicht im Angesicht von Angesicht blicken muss. Boah. Die Steuerung ist echt so mies. Ich komme noch nicht mal weg, um irgendwie weg zu... Es ist zu weit weg. Es ist zu weit weg. Vor allem, er steht dann immer wieder hier. Hallo. Oh, bis du dich dann gedreht hast. Vor allem, dann drehst du dich nicht mal komplett rum, sondern drehst dich dann gleich wieder zurück. Wie wenn da so, weißt du, das ist wie so eine Feder. Ich drehe mich, die Feder wird gespannt, ich lass los und zack. Dreht er sich wieder zurück. Kleiner Moment. So, da bin ich wieder. Laden. Quicksave laden. Nee, also die Steuerung, das ist echt ein Unding. Meiner Meinung nach. Die funktioniert einfach nicht richtig. Ich probiere es jetzt nochmal aus. Ich würde den eigentlich ganz gerne erwischen. Aber guck mal, wie weit reicht dem seine Reichweite? Der schlägt mich mit einer Zeitung tot. Leute, der schlägt mich mit einer Zeitung tot. Ich habe einen Dolch und der schlägt mich mit einer Zeitung tot, weil er eine extrem riesige Reichweite hat. Okay, ich komme hier später nochmal wieder. Es geht im Moment nicht wirklich. Komme ich da? Ach, ich wollte eigentlich rüberhüpfen. Geht es nicht? Oh! Es wundert mich, dass er das überlebt hat. So, gibt's hier denn vielleicht noch irgendwas? Nee. Ja, ich hätte jetzt gedacht, wir könnten irgendwie diesen Wasserfall abschalten. Wenn er versteht, was ich meine. Weil dahinter scheint ja auch was zu sein. Aber, wenn, dann wüsste ich nicht wie. Auf jeden Fall, ich merke mir mal, dass da hinten auf jeden Fall noch einer auf dem Klo sitzt, den es zu verhauen gibt. Und es ist mir auch ein Anliegen, den zu verhauen. Weil ganz ehrlich, der hat mich jetzt mehrmals mit der Toilettenzeitung quasi mit seiner Lektüre für das Klo verprügelt. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich bräuchte was mit größerer Reichweite. Entweder einen Bogen. Ah, na toll. Boah, das war im letzten Moment. Ich wollte schon auf ESC drücken, um zu speichern. Wieder neu zu laden. Und dann haben wir ein Level abgehabt. Das war unsere Rettung. Walk. Das war wirklich unsere Rettung. So, jetzt schauen wir uns mal hier oben genauer um. Ah, Windmühle. Ich glaube, ich habe auch vorhin zur Wassermühle Windmühle genannt. Aha. Und da scheint es auch noch weiter hoch zu gehen. Das ist auf jeden Fall... Ah! Oh, nee. Ich krieg die Krise. Oh. Warum haben sie nicht einfach ein ganz stinknormales... ganz stinknormales Ding gemacht. Stinknormales Point-and-Click-Adventure. So, ich wollte die Karte noch ein bisschen aufdecken. Und zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Können wir diese Mühle auch betreten? Hallo? Ach,
Deswegen treffe ich nicht. Ich komme nicht nah genug ran. Hallo? Was war das denn jetzt? Okay, anfangs verstehe ich. Wir sind einfach nicht nah genug rangekommen, aber... Mittlerweile, ich habe ja gesagt, vielleicht hätte ich doch auf normal spielen sollen, aber bei der Steuerung und alles bin ich ganz froh, dass ich auf leicht spiele. So. Ah, jetzt sieht es doch schon besser aus. So. Und ich dachte, ich krieg deine Armbrust, aber das war wohl nix. Und... Wie war das? Ah. Nee, du hast anscheinend auch nicht wirklich was dabei hier. Hm. Ich kann die Axt von hier aus nicht erreichen. Eine Axt? Oh. Okay. Lasst mich raten, das ist so ein Verschieben-Ding. Verschieben, um ein Objekt zu verschieben, darf Connor nicht bewaffnet sein. Stellen Sie Connor an den Objekt und lassen Sie ihn dorthin gehen. Falls es etwas ist, was er verschieben kann, wird er damit beginnen. Dann verschiebt mal das Ding, dass wir an die Axt rankommen. Dann haben wir vielleicht mal eine bessere Bewaffnung hier und das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ich kann die Axt von hier aus nicht erreichen. So, 40. Gar nicht mal so schlecht. Aber wie ist es jetzt? Haben wir den Dolch eigentlich noch weiterhin? Es hieß doch auch was von Waffen wechseln. Oder was würde passieren, wenn ich jetzt den Dolch nehmen würde, weil der ja, kleiner ist. Also von der Dings her kleiner. Waffe wechseln. Ich kann anscheinend tatsächlich nur immer eine Waffe haben. Das ist eine scharfe Axt. Nee. Keine Ahnung, was passieren würde, wenn wir jetzt erst die Axt genommen hätten und dann das Messer. Ob dann weiterhin die bessere Waffe in unserem Besitz wäre oder nicht. Was ist jetzt bloß? Ah. Wow. Was ist das? Oh nein, was geht hier vor? Was zum Henker? Unrechtmäßiger Besitzer. Das Maskenteil gib es her. Nein. Mit welcher Rechtmäßigkeit, Herr? Genug geredet, gib es her. Dann kämpfen wir darum. Los! Oh, wieso dreht er sich jetzt auf einmal wieder um? Hallo? Hallo? Ich habe mich nicht bewegt und er hat sich auf einmal umgedreht. Und auch sobald ich die Waffe in geschlagen habe, dreht er sich dabei automatisch um. Oh Mann. Ich lasse die Waffe jetzt erstmal sitzen hier und schaue mich lieber noch mal ein bisschen weiter um. Da scheint es aber tatsächlich nichts mehr zu geben. Boah. Okay, eine Aussichtsplattform hier. Und das war's wohl. Jetzt können wir natürlich noch, also Windmühle, dann können wir da noch hochgehen. Und da unten können wir noch lang gehen. Und da hinten könnten wir noch hochgehen. Und da haben wir ja auch noch Gegner gehabt, gegen die wir noch nichts ausrichten konnten. Oh Mann. Achso.
Ja, das Spiel ist tatsächlich teilweise echt übel, gerade was Steuerung angeht. So, nimm die Waffe mit. Ess nochmal ein Pilzchen. Oh, sag mal, zwei Pilzchen. Wir machen einen Quicksave. Und zwar Quicksave 2. Wir gehen raus, haben eine Sequenz, die wir wahrscheinlich nicht überspringen können. Und dann versuchen wir mal, den Gegner da zu erledigen. Was ist das? Oh nein, was geht hier vor? Unrechtmäßiger Besitzer, das Maskenteil, gib es her! Mit welcher Rechtmäßigkeit, Herr? Genug geredet, gib es her! Dann kämpfen wir darum! Los! Hall. Was ist das für ein Scheiß? Also, er dreht tatsächlich wieder um 180 Grad um. Ich kann ihn nicht gescheit angreifen, vor allem bis ich da bin. Bin ich auch schon wieder tot? Weil der andere mich zwei, dreimal ersticht? Leute, was ist... Was ist das? Genau, oh das nein, ist... Nein, was geht hier vor? Was ist das? Das ist genau die Frage, die ich mir da stelle gerade. Unrechtmäßiger Besitzer, das Maskenteil, gib es her! Mit welcher Rechtmäßigkeit, Herr? Genug geredet, gib es her! Dann kämpfen wir darum. Los! So, ich stürme vorwärts, ich schlag drauf und ich bin wieder... So, ich hau ab. Okay, du bleibst da stehen und gehst nicht. Also, rennen, draufhauen. Na, also, geht doch. Widerwärtiger Schurke. Von woher kam er nach Daventry? Aber, wow. Okay, die heilen auf jeden Fall. Oh, guck mal, da ist noch ein Trank. Sehr schön. Also mit fallen gelassen? Doch, hat er. Was ist denn das hier? Dieser Trank wird meine Kraft bei Kämpfen stärken. Hätten wir vielleicht auch nehmen können. Das Ding hier, aber. Ja, gut, passt schon. Das war's dann auch. Okay, sofort speichern. Beziehungsweise, wir haben schon circa 24 Minuten rum. Das heißt, machen wir einfach mal eine neue Folge. Beenden wir die Folge, machen eine neue Folge und schauen mal, wie es weitergeht. Ach du Schande, hey, die Steuerung. Grausig. Echt grausig. Na dann, bis zur nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Tschüss.